Hallo. Hallo. Warte, ich muss erst überlegen. Ich habe eine Vision. Ja? Herzlich willkommen erstmal zu diesem Video. Ein Laber-Video. Seit langem mal, ne? Finde ich schön, ja. Ernste Themen werden besprochen in diesem Video. Echt? Ich würde sagen, also es hat viel geregnet, aber wir waschen das Auto jetzt mal. Wir haben doch, der sieht schlimm aus. Guck mal hier. Ja, guck mal, wie viele Insektizide da drauf sind, ne? Mal hier an. Ich glaube, das wird easy. Einfach nur abdampfen ein bisschen, weil wir hatten gestern eine längere Tour mit dem Süßen. Ja, ja. Hat durchgehalten, keine Mucken gemacht. Waren, glaube ich, so 500 Kilometer oder so. Ernstes Thema, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zum Waschplatz und auf dem Weg dahin. So, mit der Tiefe sind wir hier mehr als zufrieden, ne Schlange? Oh, ich brauche die Sitzheizung, ich bin krank. Schlange, du hast nur eine kleine Männergrippe, ne? Reiß ich mal hier am Riemchen. Alles gut, ey. Wir nutzen jetzt mal die Gunst der Stunde an diesem lauwarmen Spätsommer. Naja, es ist eigentlich schon Herbst. Ja, aber es ist relativ warm, ne? Irgendwie die Luft. Es ist sehr warm, ja. Ich hoffe auch, dass jetzt auf der Straße nicht so viel Wasser ist, weil sonst bringt das ganze Waschen auch nichts. Ja, ernstes Thema, ne? Ihr habt es wahrscheinlich im Thumbnail schon gesehen, das Finanzamt, ne? Wir haben uns das hier alles ausgesucht. Wir leben alle in diesem wunderschönen Land, so ist das. Jetzt gibt es hier auch kein Finanzamt-Shaming an dieser Stelle. Oh, HG. Was denn? Polizei. Oh. Ja, die Felgen sind ja eingeklagt. Gleich, ne? Erkannt, gleich erkannt. Die beiden Süßen. Man munkelt ja, beziehungsweise die Steuerberater sagen einem das ja auch, ne? Steuerrücklagen, Steuerrücklagen. Das ist das A und O. Schlange, hast du Steuerrücklagen? Boah, ganz schwierig. Ich bin da nicht so, weißt du. Also, natürlich, hauptsächlich als Selbstständiger braucht man natürlich Steuerrücklagen. Die habe ich natürlich auch gebildet. Nur die meisten Selbstständigen gehen pleite so im dritten Jahr, wenn sie das dritte Jahr abgeben, weil das ist meistens so das Jahr, wo die ersten Jahre schlecht gelaufen sind und das dritte Jahr, da wurde ein bisschen was verdient, da ist ein bisschen Umsatz reingeflossen. Und wenn man da die passenden Steuerrücklagen nicht gebildet hat, dann ist man hier, ne? Ich habe mich da natürlich schlau gemacht, ungefähr. Man kann das ja ungefähr abschätzen. Ich bin jetzt selber kein Steuerberater oder so. Ich hoffe, dass es passt. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt mein drittes Jahr abgegeben. Und die Frage ist jetzt, was die für ein Bescheid sind, ne? Da wartet Heiko die ganze Zeit. Weil das ist auch Teil des Grundes, warum ich eventuell den CLS verkaufen muss. Und der dann plötzlich im Dezember, wenn der Bescheid kommt, im Netz steht. Ne? Kannst du eigentlich direkt ans Finanzamt übergeben. Kannst du da eigentlich direkt vielleicht, ne? Parken. Einfach sozusagen als Pfandleihhaus, ja. Das Finanzamt missbrauchen. Kannst du da direkt abgeben. Und wenn man es dann doch finanziell beglichen hat, dann kann man ihn wieder abholen. Ne? Ja. In der Zeit hatten die Angestellten da ein bisschen Spaß. Ne? Aber das ist auch nur so ein Nebengrund, das ist nur so ein Hintergedanke, weil ich habe noch nie wirklich, also ich war noch nie selbstständig. Ja, ich bin selbstständig mit der YouTube Geschichte und so weiter. Als Influencer, ich finde das Wort ganz schrecklich, aber es ist nun mal heutzutage so. Heißt so, ne? Mhm, heißt so. Und du hast Influencer. Hast Kopf. Drin, ne? Ich habe eine Influencer. Aber ich habe da mir nochmal so ein anderes Projekt angelacht. Das ist auch wieder so ein Ding, ne? Weil es muss ja auch weitergehen nach dem CLS. Das seht ihr dann wahrscheinlich so im November. Und wenn man das sieht, dann versteht man das vielleicht ein bisschen besser. Ist schon wieder ein wildes Ding da. Ja, der zweite Grund, aber das ist der viel wichtigere Grund. Den berate ich euch gleich nach dem Waschen. Ja, Finanzamt, ey, der habe ich jetzt nur für ein Clickbait kurz benutzt, ne? Na, er hat trotzdem Angst. Angst hat er trotzdem. Nee, ich habe trotzdem. Also, no joke. Ja. No joke Kunde, ne? Enrico, mit dem Finanzamt, ne? Mit den Schulden und so weiter, das ist alles. Ne? Ja, ja. Oh, ja, ja. Wir haben alle nur Angst vor Gott und dem Finanzamt, ja. Ne? Ja, ja. Manche zeigen ja auch ihre Kontostände dann in YouTube-Videos oder so. Kannst du auch mal zeigen. Weiß nicht, ich finde das ziemlich privat, so ein Kontostand, oder? Ist das auch? Ja. Also, außerdem, es gibt ja immer noch das Geschäftskonto und das Privatkonto. Das sollte man deutlich differenzieren. Ja, ja, ne? Ja, ja. Und erst wenn es auf dem Privaten nach Minus aussieht, dann kannst du dir, dann machen die Mäuse im Kühlschrank Klimmzüge, ne? So, wir waschen jetzt erstmal und dann, ja, dann schon mal, ne? Oh, böse Nachrichten, CLS. Bist du, wenn ich hier so rüber gucke?
sauber. Ich glaube, wir können uns draußen nicht wirklich hinstellen, weil es enorm windig ist. Wir haben auch gerade, da war leider die Cam aus, haben wir schön zwei Kastanien auf die neue Windschutzscheibe raufbekommen. Gescheppert. Ich glaube, ich drehe durch. Weiter noch, oder? Nee, das war's eigentlich. Ja, ne, Leute, macht's gut. Noch einen schönen Sonntag. Tschüss, ne? Wir haben sowieso jetzt noch ein paar Sachen hier zu erledigen. Muss Arne noch Geld geben. Arne braucht Geld. Einmal kurz zur Bank und dann muss ich dem noch einmal kurz... Die Flocken da. Ne Mark. Also Arne ist unser Transporteur. Arne, bester Mann. Freitag ist hier immer die Hölle los. Und ich war ja schon extra antizyklisch, ne? Und wenn jemand kommt, sag ich, sorry. Dann warten wir mal. Es dauert bestimmt so ein, zwei Stunden jetzt. Aber das finale Thema, worum es eigentlich geht. Also gut, das mit dem Finanzamt, ne, das ist ja auf meinem Mist gewachsen. Aber es gibt da einen springenden Punkt, der bei diesem Auto leider ausschlaggebend ist. Und das ist der Motor. Wir haben ja glücklicherweise wenigstens einen Austauschmotor hier drin. Bei 80.000 ist der neu gekommen. Jetzt haben wir 106 und ein paar zerquetschte. Heißt so knapp vor 25.000 kam der Motor rein. Der hat jetzt 25 auf der Uhr. Das ist erstmal nicht schlecht. Allerdings habe ich bei Besichtigung von dem Fahrzeug schon mit meinen Mercedes-Kontakten gesprochen und über eine mögliche Garantieverlängerung gesprochen. Die MB100, die können wir uns sowieso hinten reinschieben. Das ist leider schon vorbei mit 106.000. Ne? Die geht, wie gesagt, nur bis MB100, 100.000. Aber es gibt danach noch eine MB20. Was heißt das? Man bezahlt, wenn irgendwas kaputt ist, den Arbeitslohn nicht, aber 20% der Austauschteile, also der Ersatzteile. Was bei so einem Motor, der 60.000 kostet, immer noch dann dementsprechend 12.000 sind. 12.000? Ja, 12.000. Ist richtig. Aber immerhin besser als 60.000. So, und dafür wird auch die ganze Arbeit gemacht. Warum dramatisiere ich das mit 25.000 Kilometer auf dem Motor so sehr? Weil ich ja ziemlich genau weiß, wie das Auto vorher gefahren wurde. Von der Endoskopie sah es auf meinem Gümmel-Endoskop sah es ganz gut aus. Ich wüsste jetzt allerdings nicht, was Motorenzimmer dazu sagen würde. Da verstehe ich keinen Spaß, Leute. Grüße gehen raus an dich, Pierre. Ob der da irgendwelche Sachen sieht oder nicht. Und ich kriege halt die ganze Zeit auf YouTube, ich meine, Pierre macht darüber viele Videos. Dann gibt es noch ein paar andere Kanäle, die da so viele Sachen an diesem Motor problematisieren oder kritisieren an der Entwicklung. Sei es krumme Pleuelstangen, die ganz üblichen Riefen in der Zylinderlaufbahn, gerissene Turbogehäuse. Also dieser Motor hat einfach ein unglaubliches Potenzial, Kosten zu verursachen. Und ja, es ist mein Traumauto, aber ich hatte halt diese MB20 Zusicherung vor Kauf, die dann aber geplatzt ist. Warum ist die geplatzt? Weil das Auto in dem Vorbesitz einmal rausgeflogen ist durch Serviceüberziehung. Also Voraussetzung für diese Garantien ist ein lückenloses Scheckheft und dass man seinen Service immer nach Herstellervorgaben macht. Deswegen war ich ja auch mit dem Auto extra bei Mercedes, wo dann das neue Öl, was ich eingefüllt habe, dann wieder rausgeworfen wurde und neues Öl wieder rein und Zündkerzen bla 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 waren nochmal 800, 900 Euro. Das war dann dementsprechend für die Katz, weil es mir nichts gebracht hat. Mir wurde dann gesagt, dass das Auto halt jetzt zum zweiten Mal rausgeflogen ist. Wie soll es auch zum Service kommen, wenn es ein Unfallschaden ist und bei Copart liegt oder steht? Ja, es hat eher gelegen, muss man dazu sagen. Damit war ich einfach rausgeflogen, weil ich glaube ich über 90 Tage überzogen habe oder 80 Tage. Es war irgendeine Grenze, ich bin rausgeflogen, ich habe die MB20 nicht mehr bekommen. Und somit fahre ich jetzt das Auto wie, weiß ich nicht, halt ein Golf 3, der, wenn was kaputt geht, man selber in die Tasche greift, ne? Und ich finde es halt ein bisschen traurig, dass bei diesen Laufleistungen überhaupt schon bei 80.000 Motor ausgetauscht werden muss. Und das gibt mir einfach so ein schlechtes Gefühl. Und ich habe mir eigentlich gesagt, einen M157, den werde ich nur fahren, wenn der irgendeine Form von Gewährleistung, Garantie hat. Und ich fühle mich damit ein bisschen unwohl, den so zu bewegen. Habt ihr vielleicht auch gemerkt, ich fahre damit sehr, sehr wenig. Er fährt gut, er verbraucht jetzt kein Öl oder so. Diese krummen Pleuelstangen zum Beispiel, das kann bei Serienleistungen passieren. Das heißt nicht, dass wegen der Software da irgendwie die Pleuele verbogen werden, sondern das passiert auch bei serienmäßigen Motoren. Und das erzeugt bei mir ein ganz mulmiges Gefühl als Motoren-Eigut. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, vielleicht dramatisiere ich das auch zu stark, aber mir ist es einfach ein bisschen... Ja, ich fühle mich ein bisschen unwohl. Deswegen, ich werde den erstmal behalten. Also wenn das Finanzamt mir da keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich werde ihn eher so bewegen oder behandeln. Ja, wie ein Supersportwagen. Ne? Also immer in der Garage, immer bei 20 Grad starten wegen Öltemperatur.
als ob das ein Schweizer Uhrwerk wäre, das da vorne werkelt. Wirklich immer perfekt warm fahren, also die paar Male, wo ich jetzt gefahren bin, immer perfekt warm gefahren, kalt gefahren, wirklich drauf geachtet. Nur das beste Öl, also ich habe extra, das ist jetzt keine Werbung, das Ravinol 5W40 Turbo Synth heißt das, glaube ich. Also es ist ein vollsynthetisches Öl, habe ich extra in den Kofferraum gepackt, damit Mercedes das einfüllt. So werde ich das Auto bewegen. Lasst gerne mal dazu eure Gedanken in den Kommentaren, ob ihr das auch so sehen würdet oder ob ich einfach zu viele Motorenzimmer-Videos geguckt habe oder andere Videos, die diesen Motor betreffen. Ansonsten fährt das Auto wie ein Traum, hat Leistung, sieht perfekt aus, also genauso möchte ich ihn haben. Vielleicht nochmal andere Radreifenkombinationen, also an breitere Reifen, vielleicht vorne noch einen Tick tiefer, aber das sind so ganz kleine Feinheiten. Vielleicht noch irgendwas mit dem Sound machen, das steht auf jeden Fall noch aus, obwohl das auf den Videos immer sehr überzeugend klingt, der Sound, auch serienmäßig, wie er jetzt ist. Aber es gibt da natürlich ein paar Varianten, wie man das noch verändern kann. Jetzt fahre ich gerade ganz doof, muss ich sagen. Ja, fährst ganz doof gerade. Nee, sonst bin ich top zufrieden. Das klingt immer so ein bisschen wehmütig und, wie soll ich sagen, ein bisschen traurig auch, ne? Ja, es klingt ein bisschen traurig. Aber klingt auch ein bisschen bedrückt. Ja, ist auch einfach ein... Es geht halt um fucking einfach Kohle. Ja, ja. Es ist, bau mal so einen Motor da ein. Also gebraucht dann wieder einen für 15 bis 20 Scheine da zu finden. Ja, aber die Arbeit. Ich glaube, bei Motorenzimmer kostet er so 30. Wenn du wieder einen bei eBay findest, kannst du wieder nicht reingucken vorher. Ja. Die Leute sagen den immer, Motor, lief perfekt. Genau, den Motor, was du schon sagst, da würde ich niemals einen gebrauchten kaufen. Nee. Weil die können ja bei 80.000 schon Riefen haben. Ja, kaufst du da einen mit 60.000 gelaufen, sagte, lief ohne Probleme, hat dann aber nachher auch Riefen. Ja. Oder schön leichten Ölverbrauch, weißt du? Also einfach wenig fahren, beherzt fahren, muss man auch dazu sagen. Also auch mal Gas geben, damit die Ablagerungen auch mal rauskommen. Nicht immer nur schleichen wie ein Opa. Ich schleiche eigentlich immer nur wie ein Opa. Oder Schlange? Nee, manchmal, ja? Manchmal rutscht ihm auch der Fuß aus. Ja, aber das ist schon selten. Nee, das ist eigentlich sehr selten. Also Eiko ist eigentlich mit der vorschriftsmäßigste Typ, also vom Autofahren her. Der fährt so sauber und ordentlich, mit Schulterblick, mit an jeder Pissecke blinken, also wirklich alles. Also geht, wie meine Mama. Fährst wie meine Mama. Geht raus an alle Polizeibeamte, ja, die das gerade kriegen. Fährst wie meine Mama. Oder an alle Hater, die dann gar nicht zu haten ja. haben. Da gibt es nichts zu halten. Also Alkohol, wie deine Mutter? Du fährst wie meine Mutter. Okay. Brauche ich so ein Auto ja gar nicht. Nee, eigentlich nicht. Brauche ich eigentlich nur ein Daily, ne? Ja, eigentlich. Hast du eine Daily-Vorstellung? Oh ja. Kommt auch noch, ne? Den würde ich auch gerne mal sehen. Ich wollte daraus auch nie irgendwie ein Video machen. Aus Daily war eigentlich für mich losgelöst von YouTube, aber vielleicht thematisiere ich den auch nochmal. Ja, ja, nicht zu viel verraten. Ja, nicht lange zu viel erzählen, ne? Aber ist ja schön, ist schön. Ja, ja. Schöner ja, Golf 3. Ja, 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 finde ich auch. Das war jetzt wieder so ein Hardcore-Laber-Video, ne? Mhm. Habe ich lange nicht gemacht. Finde ich auch ehrlicherweise nicht so interessant. Aber ich wollte einfach mal meinen gedankenfreien Lauf lassen. Ne? Ah, das und wollen die Leute auch mal. Du musst auch mal deine Gedanken teilen. Ein YouTuber, der nutzt ja auch mal YouTube als Sprachrohr, ja, ja, um seine Gefühle mal rauszulassen. Genau, du musst auch mal deine mal Gedanken mit teilen. Der Community auch zu interagieren, genau, ne? Sagt genau man ja. Auto ist jetzt wieder dreckig, weil war doch noch mal ein bisschen nass, ne? Ja, ich glaube, es geht. Doch nicht im Vierzylinder-Modus. Der ist ganz schön schnell auf 50. Zum Glück hat er das nicht. Es ja, ist ein reiner 8-Zylinder, der auch nur ja auf 8-Zylindern läuft. Ja, ja, reicht zum Milchholen. Ja. Nee, war ein schönes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, lasst gerne ein Like dazu da, wenn es euch gefallen hat. Und natürlich auch eure Meinung in die Kommentare. Ja. Tschüss. Tschüssi.